kannst nur erkennen, welcher Grimace Shake anders als der Rest ist? Ich sehe ihn nirgends. Oh, auf dem einen versteckt sich das Grimace Monster. Wir rufen den Grimace auf FaceTime an und das genau jetzt. Wow. Das ist das spaßigste Finde-den-Fehler-Spiel jemals. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin Dr. Light. Und heute versuchen wir dieses Finde-den-Fehler-Spiel hier zu gewinnen. Okay, wir müssen drei Fehler in diesen zwei Fotos vom Grimace finden. Und wie ihr schon sehen könnt, läuft hier drüben einfach ein Timer ab. Und das bedeutet, wir haben nur eine bestimmte Zeit, um die Fehler zu finden. Und deswegen fangen wir jetzt auch direkt an. Da, ich hab einen Fehler. Beziehungsweise den ersten Unterschied. Schaut mal auf Grimace sein Zahn. Hier unter mir auf der linken Seite ist er irgendwie so rot und lang. Und auf der rechten nicht. Das sieht irgendwie gruselig aus. Aber wir haben den ersten Fehler auch schon gefunden. Schauen wir direkt mal, ob wir noch einen zweiten finden. Insgesamt sind es ja drei und ihr könnt auch mitspielen, Freunde. Versucht einfach alle Fehler zu finden, bevor die Zeit hier drüben abgelaufen ist. Und schreibt sie dann, wenn ihr sie gefunden habt, in die Kommentare. Und wow, schaut mal auf diese Limousine rechts hinter dem Grimace. Die ist auf dem einen Bild irgendwie so pink. Und auf dem anderen schwarz. Das ist der zweite Unterschied, Freunde. Und jetzt müssen wir nur noch den dritten und letzten Fehler finden. Und Freunde, dieses Video ist verrückt. Wir werden einfach den Grimace höchstpersönlich anrufen. Den ihr hier unten auf dem Bild seht, und der soll unglaublich böse sein. Wie gruselig, Freunde, aber schaut mal auf diese Maus hier unten im Bild. Auf dem linken Bild ist sie da, aber auf dem rechten Bild nicht. Das heißt, wir haben alle Fehler gefunden. Konntet ihr auch alle finden, Freunde? Okay, Freunde, jetzt müssen wir den Imposter finden. Das heißt, einer dieser Grimace Shakes ist anders als alle anderen. Könnt ihr herausfinden, welcher das ist? Ein Grimace Shake ist nicht wie die anderen. Wir müssen es finden, Freunde. Die Zeit läuft bei dem irgendwie übel schnell. Ist eins vielleicht irgendwie andersfarbig oder hat einen Strohhalm oder so? Ich weiß es nicht, Freunde. Aber wow, ich glaube, ich sehe es. Und ich gebe euch jetzt mal einen Tipp. Es ist auf der rechten Seite des Bildschirms. Konntet ihr es schon finden? Gebt mal einen fetten Daumen nach oben. Genauer gesagt, es ist auf der unteren rechten Seite. Da ist auf einem Grimace-Check nämlich das Grimace-Monster drauf. Habt ihr es finden können? Jetzt müssen wir den richtigen Schatten von Miraculous Ladybug erraten. Und das ist die gute Ladybug und nicht die Ladybug.exe. Sonst sähe die nämlich viel gruseliger aus, Freunde. Und ich weiß, Ladybug hat diese blauen Haare mit den zwei Zöpfen. Und bei A hat sie irgendwie eine andere Frisur, Freunde. Ja, schaut mal da oben. Da sehen die Haare einfach ganz anders aus. Also können wir A auf jeden Fall schon mal ausschließen, Freunde. Und bei C hat sie irgendwie einen Arm weniger. Ja, schaut mal, da fehlt ihr einfach so ein Arm. Und das bedeutet, das kann auch nicht der richtige Schatten sein. Aber welcher ist es dann? Es muss entweder B oder D sein. Freunde, schreibt jetzt mal in die Kommentare, welcher von beiden es ist. B oder D, aber irgendwie sieht was an D so ein bisschen sass aus. Irgendwas an ihrer Hand stimmt da, glaube ich, nicht. Und viele von euch schreiben auch, dass ich B nehmen soll. Also loggen wir jetzt direkt mal B ein. So, es ist eingeloggt. Ja, danke, Freunde. Es ist richtig und ja, das macht ja auch Sinn. Bei dir hält sie irgendwie so einen Zaubertrank in der Hand. Vielleicht ist es ja sogar der Ladybug.exe-Zaubertrank. Okay, Freunde, jetzt müssen wir drei Unterschiede in diesem Foto vom Grimace mit Ronald McDonald finden. Das ist der Clown von McDonalds, Freunde. Der ist so gruselig. Ich habe so eine Angst vor ihm. Lasst uns lieber schnell zum nächsten Suchbild gehen. Indem wir jetzt ganz, ganz schnell alle drei Fehler finden. Könnt ihr schon irgendeinen Unterschied sehen? Wenn ja, dann schreibt es auf jeden Fall direkt immer in die Kommentare. Ich habe hier drüben nämlich ein Publikumsjoker, mit dem ich dann deinen Kommentar als Tipp angezeigt bekomme. Finde die drei Unterschiede. Ich glaube, ich habe auch direkt schon einen gefunden. Ja! Leute, schaut mal auf Ronald McDonalds Hand. Auf dem linken Bild hält er irgendwie so ein komisches Küchenmesser in der Hand. Und auf der rechten nicht. Aber wow, 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 ich sehe sogar noch einen Fehler. Nämlich im Gesicht von Ronald McDonald. Auf dem einen Bild lächelt er nämlich ganz normal. Und auf dem anderen Bild hat er irgendwie so einen Gruselmund. Da ist er einfach, Ronald McDonald, der Clown.exe. Freunde, wenn ihr wollt, dass wir den mal anrufen, dann schreibt jetzt mal Clown in die Kommentare. Aber jetzt müssen wir wirklich schnell den letzten Fehler finden. Schaut ganz genau hin, wir brauchen noch einen Fehler. Und wow, die Zeit ist bald vorbei, Freunde. Nein, die Zeit ist abgelaufen, aber wo ist der letzte Unterschied? Wow, es ist der Hut vom Grimace? Warum ist uns das denn nicht früher aufgefallen, Freunde? Auf dem einen hat er einfach so einen normalen Hut und auf dem anderen eine Weihnachtsmütze auf. Wenn ihr den Fehler gefunden habt, dann seid ihr wirklich super Detektive. Freunde, jetzt müssen wir den richtigen Freund von Miraculous Ladybug finden. Und den küsst sie gerade einfach auch auf dem Bild. Welche Auswahlmöglichkeiten haben wir denn? Entweder ist es Huggy Wuggy, das blaue Monster. Aber das glaube ich eher weniger. Weil so sieht dieser Schatten da unten irgendwie nicht so richtig aus. Oder es ist Skip. Gibby die Toilette. Gibby die Dop, 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 yes, yes. Das könnte auch noch sein, Freunde. Dann haben wir noch Cat Noir zur Auswahl. Oder als Antwortmöglichkeit D, den Grimace. Aber ich glaube, er ist es auch nicht. Also entweder ist es Gibby die Toilette oder Cat Noir, Freunde. Aber ich bin mir da nicht so richtig sicher. Hm, was machen wir jetzt? Aber wir haben doch noch einen Telefonjoker. Damit können wir irgendjemand anrufen. Und ich weiß, wer die Antwort wissen könnte. Natürlich Ladybug selbst. Sollen wir Ladybug anrufen, Freunde? Lass uns das machen, okay? Ich rufe Ladybug an. Hallo, hier ist Ladybug. Ich schau gerade das Video. Mein Freund ist Cat Noir. Ich
Okay, danke für deine Hilfe, Ladybug. Dafür bringe ich dir auch nachher ein paar Süßigkeiten vorbei. Ja, ja, ich weiß, aber wir müssen jetzt weitermachen, okay? Tschüss. Wir müssen nämlich immer noch innerhalb der Zeit bleiben und deswegen nehmen wir jetzt C, Cat Noir. Das muss ja die richtige Antwort sein, weil Ladybug hat es uns ja gesagt. Dann schauen wir jetzt, ob es C ist. Und es ist... Ja, es ist C, Cat Noir. Ladybug ist einfach die Beste. Freunde, jetzt müssen wir den richtigen Schatten für Skibbidi Toilet herausfinden. Das ist Skibbidi, nur dass er in der Toilette lebt und dort immer mal wieder rauskommt. Und die Leute auf dem Klo erschrickt. Und nur einer dieser vier Schatten ist der richtige. Also es kann nicht B sein, weil da hebt er irgendwie so eine Hand aus der Toilette raus. Weg mit B. Und es kann auch nicht D sein, weil da tropft es irgendwie von der Toilette runter. Also D auch weg. Und jetzt bleiben nur noch A und C übrig. Eins von beiden muss es sein. A oder C. A oder C. Ich sehe da fast keinen Unterschied, Freunde. Wenn ihr es wisst, dann schreibt jetzt direkt mal in die Kommentare. Weil es jederzeit sein kann, dass wir den Publikumsjoker nehmen und dann dein Kommentar hier im Video eingeblendet wird. Aber ich glaube, dass es A ist. Da sieht der Kopf irgendwie ein bisschen mehr nach Skibbidi Toilet aus. Dann loggen wir jetzt A ein und schauen direkt mal, ob das Ganze stimmt. Oh nein, Freunde, es war C. Und aus A kommt einfach Wednesday Addams aus der Toilette raus. Lass mich bitte nicht aus, Freunde. Jetzt müssen wir die richtige Farbe vom Grimace Shake herausfinden. Das ist das Shake von McDonald's, das man trinken muss, damit das Grimace Monster zu einem nach Hause kommt. Deswegen sollte man es niemals trinken. Aber wow, das ist wirklich schwierig, das Rätsel. Also ich glaube irgendwie, dass es C ist. Aber D könnte es auch irgendwie sein. Dann lasst uns jetzt mal noch A anschauen. Und A ist irgendwie gelb. Das könnte es auch sein. Aber B könnte es auch sein. Das Ding ist, ich habe noch nie ein orangenes Shake gesehen. Dann lasst uns B direkt mal ausschließen. Freunde, was machen wir jetzt? Ich kann mich nicht entscheiden. Aber wow, wir haben doch noch den 50-50 Joker. Und bei dem fällt die Hälfte der falschen Antworten weg. Dann lasst uns den jetzt direkt mal anwenden und einmal nehmen. Freunde, seid ihr bereit? 50-50 Joker wird aktiviert. Und jetzt sieht das Ganze schon besser aus. A und C wurden rausgestrichen. Und da wir B ausgeschlossen haben, kann es nur noch D sein. Der Grimace Shake muss also lila sein. Dann loggen wir das direkt mal ein. Und das ist richtig. Der Grimace Shake ist lila, Freunde. Habt ihr das erraten können? Jetzt haben sich einfach drei Fehler in das Bild eingeschlichen, wo Skibbidi Toilet blau von den Rainbow Friends hypnotisiert. Oder hat sich blau so sehr erschreckt, weil Skibbidi Toilet aus der Toilette gekommen ist? Ich weiß es nicht, Freunde. Was denkt ihr? Schreibt eure Vermutung jetzt mal in die Kommentare. Aber wow, ich glaube, ich habe schon den ersten Fehler gefunden. Auf der rechten Seite fehlt Skibbidi Toilet nämlich irgendwie so ein Zahn. Und auf der linken Seite ist er noch drin. Wow, ich sehe noch einen Fehler, ich sehe noch einen Fehler. An dem Ohr von Skibbidi Toilet ist auf dem rechten Bild so eine Art Ohrring oder so. Und auf dem linken ist das Ganze nicht. Und der letzte Fehler ist, glaube ich, an dem Sabber von dem Rainbow Friend. Ja, auf dem blauen Sabber von Blau. Da ist nämlich der eine Sabberstreifen ein bisschen länger als der andere. Wir haben zwar alle drei Fehler gefunden, aber das war jetzt bisher das schwierigste Bild. Und es wird noch krasser und krasser. Welcher Schatten gehört zu dem Grimace.exe? Könnt ihr den richtigen finden, Freunde? Also A kann es auf jeden Fall schon mal nicht sein. Weil da hat Grimace irgendwie noch so ein extra Arm oder so, oder was soll das sein? Und B kann es auch nicht sein. Da hat er irgendwie solche Hühnchenbeine oder was ist es? Also so sehen seine Beine in echt nicht aus. Und bei C hat er irgendwie noch solche Hörner. Und deswegen ist er das, glaube ich, auch nicht. Dann bleibt nur noch D übrig. Dann würde ich sagen, loggen wir jetzt direkt mal D ein und das ist richtig. Wow, das haben wir jetzt mal ultra schnell gelöst. Und schaut einfach mal bei B. Der Grimace mit Hühnchenbeinen sieht ja übel lustig aus. Ich finde drei Unterschiede in diesem Bild vom Grimace, der irgendwie so ein Tablett auf seinem Kopf balanciert. Freunde, was ist die Lösung von diesem Bild? Das ist wirklich, wirklich schwierig und ich sehe überhaupt keine Fehler. Wo könnte denn was sein? Oh doch! Hier auf dem linken Bild schaut Grimace irgendwie anders. Sein Auge ist ganz verdreht. Wow, sie haben ihn einfach schielen lassen. Das sieht ja ultra witzig aus. Wow, er hat verdrehte Augen. Und ich sehe auch schon den nächsten Fehler und der ist beim Grimace-Shake. Schaut mal ganz genau hin, aber ich verrate es euch noch nicht. Und ich gebe euch noch einen kleinen Tipp. Konntet ihr es erraten, Freunde? Richtig, der Strohhalm ist auf dem einen Bild nämlich blau und auf dem anderen rot. Das Ding ist, schaut einfach mal, wie schnell die Zeit abläuft. Und wir müssen noch einen Fehler finden. Das Ding ist, ich sehe überhaupt keinen. Das Ding ist, wir hatten bisher einen Fehler auf dem Grimace, einen beim Grimace-Shake. Und das heißt, der letzte Fehler müsste jetzt auf den Nuggets, den Pommes oder den Burger sein, oder? Das macht Sinn. Ich glaube, der letzte Fehler ist auf einem der drei Sachen, Freunde. Aber ich finde die nicht. Nee, ich finde die nicht. Aber wow, 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 nein, der Timer ist abgelaufen, Freunde. Wo war jetzt der Fehler, der uns noch gefehlt hat? Wow, das Salatblatt ist einfach auf dem Einbild Schleim. Wir haben einfach wegen so einem Salatschleim verloren. Wow, das war wirklich schwer. Jetzt müssen wir den anders aussehenden Cat Noir herausfinden. Das ist der Freund von Miraculous Ladybug. Die, wo vorher rumgeknutscht haben. Boah.
Aber okay, einer von denen ist anders als alle anderen. Das sind aber irgendwie so viele, Cat'n'Wars. Das sind viel zu viele, ich kann überhaupt nichts sehen. Ich glaube, ich bin wegen dem Kurs gerade noch ein bisschen durcheinander. Aber gut, die linke Seite können wir auf jeden Fall schon mal ausschließen. Weil da sehen alle Cat'n'Wars gleich aus, das habe ich gerade schon gecheckt. Aber wow, 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 ich glaube, ich sehe ihn. Er hat einfach solche Hasenzähne. Au, au. Wie konnte ich ihn nicht sehen? Er ist einfach rechts oben. Seht ihr ihn, Freunde? Da ist er. Jetzt müssen wir den richtigen Hut von Super Mario herausfinden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es weiß. Aber diesmal lassen wir euch entscheiden. Schreibt jetzt A, B, C oder D in die Kommentare. Und dann schauen wir, was am meisten geschrieben wurde. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, was die richtige Antwort ist. Ein kleiner Tipp, A ist es nicht. Aber gut, wir lassen euch jetzt noch 5 Sekunden Zeit, um in die Kommentare zu schreiben. Weil die Zeit hier drüben läuft uns jetzt auch schon weg. Aber gut, 2, 1 und... Wir schauen jetzt in die Kommentare und am meisten geschrieben wurde B. Also eigentlich wurde nur B geschrieben. Und ja, das hätte ich auch gedacht. Und deswegen loggen wir jetzt direkt mal B ein. Let's go und... Ja, es ist B! Wir haben es alle zusammen richtig geraten. Jetzt haben wir wieder ein Bild, wo sich 3 Fehler verstecken. Das Level ist diesmal extrem schwer. Und wir finden die Fehler jetzt heraus wie solche Detektive. Und auf dem Bild ist irgendwie Ladybug und Cat Noir drauf. Und Ladybug sieht irgendwie so aus, als ob sie ein bisschen Angst hat. Das Ding ist, wir müssen die Fehler finden. Und ich glaube, ich habe auch schon den ersten. Schaut mal diese Girlande an. Auf dem einen Bild ist sie da und auf dem anderen Bild fehlt sie. Und ich habe noch einen Fehler gefunden. Cat Noir trägt auf dem einen Bild irgendwie so einen Stöckelschuh. So ein High Heel oder so. Das sieht ja witzig aus, aber ich finde den letzten Fehler nicht. Das müsste irgendwas Kleines sein, was man nicht so leicht findet. Aber ah, ich hab's. Hinter Cat Noir fehlt irgendwie so ein Bollerwagen oder so. Habt ihr alle Fehler finden können? Es heißt mal wieder Schattenraten, aber jetzt müsst ihr schnell sein. Denn der am schnellsten die richtige Lösung in die Kommentare schreibt, dem sein Kommentar like ich. Der kriegt dann einfach so ein Herzchen auf seinen Kommentar. Und wir suchen währenddessen auch mal so schnell wir können. Wir müssen den richtigen Schatten finden. Der zu diesem Bild von dem Grimace mit seinem Grimace Shake passt. Bild D können wir auf jeden Fall schon mal ausschließen, weil da hat er irgendwie so ein Schwänzchen. Und das hat er auf dem Originalbild nicht. Seht ihr das? Das bedeutet, D kann es nicht sein. Das schließen wir aus. Jetzt ist nur noch die Frage A, B oder C. Und wartet mal, bei B hat er doch kein Grimace Shake in der Hand, oder? Nee, das sieht nicht nach einem Grimace Shake aus. Das heißt, B können wir auch direkt mal ausschließen. Aber wow, die Zeit läuft auch. Wir müssen uns jetzt beeilen. Und jetzt heißt es A oder C. A oder C, A oder C. Okay, lasst uns einfach mal C nehmen, Freunde. Und das ist... C, ja, Freunde. Und was wäre jetzt bei A anders gewesen? Wow, da hat er einfach solche Härchen auf dem Kopf. Und Grimace hat keine Haare. Aber gut, ich like jetzt erstmal den Kommentar, der am schnellsten war. Finde 3 Fehler im Bild mit der Super Mario Welt. Das Ding ist, ich sehe da überhaupt nichts. Ich glaube, wir brauchen wieder mal einen Joker. Und deswegen rufen wir jetzt direkt mal den Grimace höchstpersönlich an. Und den habt ihr ja gerade schon gesehen. Der ist ultra, ultra gruselig. Vielleicht kann der uns ja weiterhelfen. Seid ihr bereit, Freunde? Oh nein, das war so gruselig, Freunde. Er sagt, er sucht mich unten rechts im Bild. Das heißt, der Grimace ist in diesem Bild versteckt. Okay, dann schauen wir direkt mal, ob er da ist. Und ja, da, ich habe ihn gefunden. Unten rechts versteckt sich einfach der Grimace. So eine kleine Figur vom Grimace. Ist ja übel krass, aber gut, jetzt müssen wir noch 2 weitere Fehler finden. Und die Zeit rennt, Freunde. Habt ihr schon welche finden können? Ich sehe da gerade gar nichts mehr. Es ist so verwirrend alles. Aber doch da. Bei den Pilzhäusern, Freunde. Bei dem einen hängt nämlich da irgendwie so ein Fass dran. Und auf dem anderen ist dieses Fass verschwunden. Und das bedeutet, jetzt bleibt uns nur noch ein letzter Unterschied, den wir finden müssen. Und dann haben wir das super schwere, ultra krasse Rätsel gelöst. Wo ist der letzte Fehler? Wo ist er? Wo ist er, Freunde? Ich finde ihn nicht. Oh nein, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Aber doch, ich glaube, ich habe ihn. Und ja, wow! Schaut mal auf das Schild oben rechts. Auf dem einen ist einfach das Dr. Light Logo. Und auf dem anderen irgendeine Schatzkiste. Das heißt, das ist der letzte Fehler, ja! Wow, Freunde, gebt jetzt mal einen fetten Daumen nach oben und abonniert kostenlos diesen Kanal. Wir haben heute einfach die Unterschiede gefunden. Yeah!